Oksana Gritschuk und Jewgeni Platow, das Dreamteam der Eiszahn-Szene. Doch das, was sie scheinbar so spielerisch präsentieren, muss auch bei ihnen extrem hart erarbeitet werden. Wir haben sie in Delaware in den USA besucht, dort, wo sich die beiden niedergelassen haben. Die Blue Arena ist ihr Trainingszentrum und sie arbeiten dort unter Natalia Linitschuk im wohl besten Team der Welt. 1991 begann ihre Erfolgsstory mit Rang 4 bei den Weltmeisterschaften. 93 wurden sie sowohl bei der EM als auch bei der Weltmeisterschaft Zweite. 94 dann bereits die Krönung, Olympiasieger und Weltmeister. Das gemeinsame Training beispielsweise mit dem zweiten russischen Paar, Anjelika Krylova und Oleg Ovsyannikov, ist jedoch nicht für beide die optimale Lösung. Die anderen Läufer sind nicht so stark wie wir, zumindest noch nicht. Und ich weiß selbst am besten, was ich zu tun habe und was gut ist für meine Arbeit. Jewgeni mag das Teamwork. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, alleine zu arbeiten. Es ist langweilig. Immer alleine auf dem Eis. Außerdem, man kann sich gegenseitig beobachten und profitieren voneinander. So wie wir früher von Marina Klimova und Sergei Ponomarenko in Moskau. Das hilft. Im tänzerischen Bereich sind die beiden, bleiben sie fehlerfrei, unschlagbar. Und René Lohse, der Partner von Kathi Winkler, sagte einmal, diese beiden denken nicht mehr, wie sie tanzen, sie präsentieren einfach. Alles geht von alleine. Im Alter von 5 Jahren begann Klein Oksana ihre Erfolgskarriere in Odessa im Armeeklub. Das war 1976. Sie ist Jewgenis Partnerin seit der Jugendzeit. Wohl auch deshalb sind die Weltmeister von 94 und 95 ein so eingespieltes Team. Damit hat sich's allerdings schon, denn außerhalb des Eisrings gehen sie nur selten gemeinsame Wege. Manchmal Shopping, wie bei unserem letzten Besuch. Denn das ist Oksanas Lieblingsbeschäftigung neben Tennis und Golfspielen. Da liegen die Interessen von Jewgeni Platow schon in anderen Bereichen und beim Einkaufsbummel wirkt er immer etwas gelangweilt. Ich bin verrückt nach Autos und letzte Woche habe ich mir ein neues Computerspiel gekauft, so mit Autorennen. Ich mag alles, was damit zu tun hat und weiß auch einiges über Motoren. Als ich noch in Moskau war, musste ich mein Auto selbst reparieren. Jetzt ist das überflüssig, ich habe ein neues. Ich muss es nur waschen und fahren. Aber es gibt ein großes Problem, das Speed Limit, die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich kann hier nicht schnell genug fahren. Aber immer noch schnell genug, um den Wagen neben die Leitplanke zu setzen. Übrigens der einzige Unfall in der WM-Vorbereitung. Jetzt in Edmonton wollen sie wieder auftrumpfen. Wir wollen dort unser Bestes geben. Wir hatten sehr viele Veranstaltungen in diesem Jahr und jedes Mal ging es ein bisschen besser. Und deshalb wollen wir auch diesmal versuchen, das zu wiederholen. Jewgeni sagt, Irina Rodnina war 3-mal Olympiasieger und 10-mal Weltmeister. Was wollte sie jedes Mal zeigen? Natürlich ihr Bestes, so wie wir diesmal. Und wenn sie wirklich ihr Bestes geben, werden sie erstens um $75.000 reicher sein und zweitens Oksana im Bett noch mehr Plüschtiere haben.